les adolescents n'osaient pas aller jusqu'à Paris. Paris, c'était fait pour les riches, pour les chics, pour les artistes, pour les politiciens, etc. Ils restaient à Bagnolet. Ils avaient peur d'aller à Paris. Ça va jusque-là. Mais est-ce que c'est ça qu'on est en train de mesurer avec ce qui se passe, cette horreur qui se passe, et Trump, et la montée du Front National en France? On est en train de mesurer cet abîme qui s'est creusé entre les uns et les autres. Vraiment. Aber dann heißt es doch auch, dass man in diese Orte gehen muss. Also wenn die Schwelle so hoch angesetzt ist, dass die Menschen aus den Vorstädten den Weg nicht finden in die Stadt, wo es sehr viel mehr Angebote gibt, in einen Austausch zu treten, dann heißt es doch, dass Schriftsteller in diese Bezirke, diese Gegenden gehen müssen. Et en même temps, je trouve, bon, je vais juste dire une chose parce que je l'ai lu, je crois, ce matin, dans le journal. Le livre qui est en haut des best-sellers en Amérique en ce moment, c'est 1984 de George Orwell. Bon, alors c'est quand même intéressant, ça veut dire que ce livre, qui a été écrit il y a quoi, il y a 50 ans, enfin plus de 50 ans, bon, qui correspond exactement à ce qui se passe avec M. Trump, bon, trouve son chemin sur la liste des best-sellers actuels. C'est quand même intéressant. C'est-à-dire que je crois que les questions sur aller ou pas dans des lieux, bon, tout ça c'est important, mais que bon, c'est des questions qui sont en même temps, malgré tout, secondaires par rapport à la question du travail que chacun est en train de faire. Alors Orwell, il a écrit ce livre, qui est la description exacte d'une société totalitaire, un livre que lui voulait en même temps, bien sûr, être un livre de fiction, qui retrouve une actualité totalement brûlante, évidemment, et ce n'est pas par hasard. C'est-à-dire, je crois que c'est quand même, l'accent est toujours à mettre sur la question du travail, parce que sinon... tout est extrêmement aléatoire. Bon, je crois que ça, c'est quand même vraiment important. Vielleicht haben aber auch Dystopien Konjunktur. Also wenn man nimmt zum Beispiel den Roman 2084 von Boualem Sansal, extrem erfolgreich in Frankreich, ging auch ins Rennen um den Goncourt im letzten Jahr. Das ist ein Buch, das ist so pessimistisch, da geht es, es wird eine totalitäre Gesellschaft, eine planetare Glaubensdiktatur beschrieben, da ist keinerlei Hoffnung und wenn man ihn selber anspricht, sagt er, der Kampf ist verloren. Was Ernüchternderes kann man sich kaum vorstellen. Auch in anderen Ländern beziehen sich gerade jetzt sehr viele auf eben 1984 von Orwell, um aber jeden Mut zu nehmen. Aber Cécile Weisbrot wollte etwas sagen. Tut mir leid, dass ich ihn so vernachlässigt habe. Ich muss das, den Applaus so interpretieren. Ich wollte nur noch mal etwas sagen, noch zu dem, der Schriftsteller soll da in diese Vororte gehen oder in diese Familien reingehen, die in den Problem. Ich denke, das ist ein falscher Weg. Das funktioniert nicht. Wenn ein Autor etwas begreifen will, dann muss er, dann reicht so ein Besuch nicht aus. Dann muss er richtig in die Arbeit reingehen. Das haben also die großen amerikanischen Autoren alle gemacht. Ich bin, das haben die Franzosen gemacht. Franz Kafka, ist ein wunderbar, es gibt eine Ausgabe, die heißt die amtlichen Schriften. Die ist bei im Aufbauverlag Berlin und bei ich glaube, Wagenbach hier erschienen. Da wird ganz klar, er hat die ganze Zeit als in dieser Versicherungsgesellschaft gearbeitet und man begreift beim Lesen dieser Briefe, die er da an die Arbeiter schickt, dass ganz viel von seinem literarischen Schaffen genau mit diesem zu tun hat. Also solche Geschichten wie der Bau sind da nahezu identisch mit Briefen, die er betroffenen Arbeitern schicken muss. Das ist ganz verrückt. Also es reicht nicht aus, dann nur mit mal einen Besuchsweise reinzuschauen. Man muss im Grunde damit zu tun haben. Ich bin durch eine ziemlich wechselvolle Geschichte, weil ich da dauernd zwischen den deutschen Staaten hin und her
springen musste, nicht ganz freiwillig, dann gezwungen, ganz viele Jahre zu arbeiten in verschiedenen Berufen. Ich fand das dann im Nachhinein eigentlich eine wunderbare Vorbereitung für den Beruf eines Autoren. Ich habe gelegentlich so als Professor gearbeitet an der Universität jetzt, wo junge Leute hinkamen, die Schriftsteller werden wollen. Ich hatte dann mit dem Leipziger Rektor gesprochen und sagte, ich verlange, dass für diese Literaturklassen, die dann Literaten werden wollen, dass ein Aufnahmealter nicht unter 25. Es ist ganz sinnlos, wenn Leute in der 11. oder 12. Klasse Bewerbung schicken an diese Schule und dann direkt nach dem Abitur die Ausbildung als Schriftsteller haben. Das Ergebnis ist, dass sie natürlich in dem ersten Roman werden die Ergebnisse vom Schulhof beschrieben und die Tragödie des Romans ist die Scheidung der Eltern und der zweite Roman ist halt dann Erfahrung bei Lesereisen. Nein, irgendwie, es gehört dazu, dass man auch irgendwie das Land, die Bevölkerung, das Leben in der Stadt und auf dem Land vorher kennenlernen muss. Also nichts erlebt zu haben und dann zu schreiben, das halte ich nicht für möglich oder jedenfalls, wer das dann kann, von dem verbeuge ich mich sehr tief. Ich konnte das sowas nie. Kommen wir mal ein bisschen bei Ihnen herein. Sie sind Ehrenpräsident des PEN und man fragt sich heute auch, also viele Schriftsteller sind schon auch engagiert und eingeschrieben im Maison des Écrivains, La Littérature zum Beispiel in Paris und parallel im PEN. Was bedeutet so eine Mitgliedschaft heute noch? Was kann der PEN? Die vornehmste und wichtigste und im Grunde fast die einzige Aufgabe des PEN ist, dass Kollegen weltweit, die drangsaliert werden, von Folter, von Gefängnissen, bedroht sind, dass wir uns für sie einsetzen. Und da hat dieser PEN, der davor in 90 Jahren in London gegründet wurde, einiges erreicht. Es hat nicht immer funktioniert, aber die Macht des Wortes, wie das so heißt, an die man im Alltag nicht so ganz glauben kann. Aber es funktioniert gelegentlich doch, dass wenn Autoren weltweit sich für einen Verfolgten einsetzen, dass das jeweilige Regime dann ein wenig zurückzuckt und gelegentlich ihn auch frei. Aber was macht der PEN oder der deutsche PEN dann zum Beispiel, wenn in Russland jetzt reihenweise Autoren austreten, ganz einfach, weil sie drangsaliert werden, sich überhaupt nicht mehr vertreten fühlen, diffamiert werden oder hinausgekickt oder es wird sogar noch behauptet, sie waren nie Mitglieder, wie im Fall von Svetlana Alexejewitsch, also der Nobelpreisträgerin, die sich auch noch dagegen zu verwahren hat. In Ungarn, weiß man, ist derjenige an der Spitze des PEN, der Berater der Regierung, Orban. Diese Dinge gehen ja eigentlich nicht zusammen. Das darf man doch auch von außen gesehen dann nicht unwidersprochen stehen lassen. Da hat der deutsche PEN und viele andere PEN-Organisationen auch sich immer wieder zu Wort gemeldet. Das hat es in den 90 Jahren immer wieder gegeben, dass der PEN, dass man versuchte, den PEN zu, in nationalen Fesseln anzulegen, in den staatlichen Gebrauch zu nehmen. Das passiert jetzt in diesen schon von Ihnen genannten Staaten mal wieder und da hat der PEN Gott sei Dank und anders als es das Gründungsdokument in London vorsah, die wollten sich eigentlich politisch überhaupt nicht äußern damals, das hat sich wirklich geändert und da ist auch etwa der deutsche PEN ganz heftig dabei und hat seine wichtige Stimme. Jaco Fattah, Engagement heute, was bedeutet das für Sie? Also die Zeiten haben sich ja gewandelt. Erst eine ganze Zeit lang war es gar nicht so stark mit dem Engagement, auch bei Kolleginnen und Kollegen von mir. Es schien nicht nötig. Also die Welt schien ihren Gang zu gehen und es war immer das Gleiche. Ab und an musste man was tun. Jetzt entsteht ein Bedürfnis allgemein. Eben erstmal wird man gefragt, man soll Urteile abgeben, man soll kommentieren, teilweise ja jetzt im Wochenrhythmus, was ja auch absurd ist, ne, dass durch diesen neuen Präsidenten tatsächlich im Wochenrhythmus Kommentare abgefragt werden von Radiostationen und so.
es ist schon interessant, das zu sehen. Das wäre jetzt aber, wenn ich all das machen würde, für mich kein Engagement. So etwas ist reine Meinungsäußerung von jemandem, der halt schreibt. Ja? Also das wird ja von vielen schon als das genommen, was nötig wäre. Na? Ein Engagement würde sich für mich eher auf das beziehen, womit ich arbeite, die Sprache. Ich will nochmal zurückkommen auf diese Diskussion um das Volk. In Deutschland ist dieser Begriff ja nochmal anders zu verstehen, möglicherweise in Nuancen anders zu verstehen als in Frankreich. Wir erlebten damals zu Zeiten des Umbruchs in der DDR Leute, die wir sind das Volk riefen und sie meinten sich als politisches Volk. Heute erleben wir Leute, die sagen, wir sind das Volk, aber sie meinen so etwas wie eine essentialistische Konstruktion, etwas Mythisches, etwas, was es in Anbetracht des Wandels der Welt, der immer da war, nicht geben kann, etwas Reines, Pures, was alles Fremde ausschließt. Zum Beispiel an dieser Stelle, da muss man tatsächlich die Begriffe klären, eingreifen und das ist ja ähnlich wie mit Frankreich und der Republik, na, trennen. Begriffe trennen heißt denken. Und genau darum geht es ja auch in der Literatur. Ich erwarte für meinen Teil, wenn es so weitergeht, irgendwann den ersten identitären Roman in Deutschland. Das könnte ich mir gut vorstellen. Und er wird nicht offen identitär sein, sondern einfach in diese Richtung gehen. Und nicht leicht zu erkennen sein als das. Und erkennen kann man das, diese Tendenz, an der Sprache. Etwas anderes wird uns nicht übrig bleiben, weil Literatur ist Sprache. Wir müssen klar sein und die Begriffe trennen. Wir dürfen uns nicht vernebeln lassen, was beispielsweise bei diesem Begriff Volk zu vernebeln ist, nämlich eine ganze Menge. Und es dürfen keine essentialistischen, mythischen Konstruktionen das Politische übernehmen. Dafür müssen wir sorgen. Zum Volk gehören zunehmend auch Geflüchtete, die ankommen, die Aufnahme finden, die bleiben auf bestimmte Zeit oder dauerhaft und die ein Bedürfnis haben, zu Recht in die Öffentlichkeit zu dringen. Das passiert auf dem Theater vielleicht ein bisschen schneller. Also die waren zumindest, wenn man auf Deutschland guckt, sehr schnell dabei, ihre Bühnen zu öffnen. Sie auf die Bühne zu holen, Workshops zu machen, sich zu beteiligen, sie einzubinden, überhaupt im Kulturleben. In Berlin zum Beispiel, oder in Stadt, dafür wurde es ganz gut, glaube ich, funktioniert. Sie auch zu, ich denke daran, die Museumsguides zum Beispiel, sie zu beteiligen und sie ihre eigene Kultur vorstellen zu lassen. Es gibt aber auch Autoren, die Neuangekommenen helfen zu schreiben, zur Sprache zu kommen. Ich weiß, dass ich mit pragmatischen Sachen vielleicht ein bisschen nerve, aber mir gefällt diese Idee. Wäre das etwas, was Sie machen könnten? Durchaus denkbar. Ist natürlich eine Frage der Zeit bei mir. Ich würde sagen, eine Anthologie, wie ich sie betreut habe, für syrische und afghanische Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die erstmal überhaupt öffentlich reden müssen und eine Art Buchprojekt zur Verfügung gestellt bekommen, zu betreuen, ist ein erster Schritt. Der Spracherwerb wird ja in Deutschland so überaus hoch bewertet, dass die Leute sehr schnell Deutsch lernen, um dann, was weiß ich, sich einzufügen, schneller in das, was da ist. Ich will das nicht abstreiten, dass es eine große Rolle spielt, aber es gibt ja auch einen Koffer, den sie mitbringen. Und überhaupt erstmal zu sagen, das bin ich, das habe ich erlebt, ja, so sehe ich aus, in dieser Anthologie gibt es große Porträtfotos von jedem. Das bin ich, ich bin hier und jetzt fange ich an mit etwas. Ja, das ist mindestens genauso wichtig, als sie gleich in Deutschschulen zu stecken, wo sie anfangen sollen, Teil dieser Gesellschaft zu werden. Das wird immer Schwierigkeiten machen, es wird nie einfach sein. Und wie man in Frankreich sehen kann, sind viele Menschen, die abgehängt werden oder sich abgehängt fühlen, französische Muttersprachler, gerade in Le Monde. Und man kann erkennen, dass die Sprache und der Erwerb der Sprache nicht die Lösung des Grundproblems ist, dass sich Gesellschaften verändern, dass Fremde kommen und dass es auch soziale Folgen hat, wenn sie kommen, denn die meisten von ihnen beginnen unten.
Sie steigen unten ein in diesen neuen Gesellschaften und müssen dann eben einen langen Weg nach oben gehen, wenn sie es denn schaffen. Die Sprache spielt dabei eine Rolle, aber auch, wenn sie denn zum Beispiel wie diese Schriftsteller eine schriftstellerische Karriere in Syrien hatten, ja, schon veröffentlicht haben, Theaterstücke gemacht haben, ihr Versuch, der spielt mindestens genauso eine Rolle, irgendeine Kontinuität herzustellen. Da können sie auch nicht zwingen, ihr Leben in zwei Hälften zu teilen. Es muss eine Kontinuität geben, um die möglicherweise teilweise sogar traumatischen Erfahrungen auch noch mitzubringen und zu formulieren. Das ist ein sehr kompliziertes Problem und nur Sprachkurse werden es nicht lösen. Sie drei, Christoph Hein, Leslie Caplon und Lili Salver, haben auch fürs Theater geschrieben. Also von Lili Salver gibt es mehrere Romane ins Deutsche übersetzt, die Theaterstücke sind es noch nicht, von Leslie auch nicht. Das Theater reagiert schneller. Ist das, und von Matthias de la Révolution gibt es auch eine Theaterversion. Und wann schreiben Sie Theaterstücke? Wann Prosa? Also vielleicht auch Theater, wenn es darum geht, schneller zu reagieren auf das, was in einer Gesellschaft sich verändert? En fait, je crois que c'est plus compliqué que ça. Le théâtre est une, tout simplement d'abord une forme tout à fait différente que la forme roman. Bon. Et le théâtre qui repose sur le dialogue veut dire qu'on a très envie de faire des dialogues. En fait, le dialogue, moi, alors là, m'intéresse parce que c'est vraiment une façon presque élémentaire, alors on peut revenir à Socrate, de penser. Bon, c'est-à-dire, c'est la balle qui va dans un sens, dans un autre, une chose, une autre, etc. Et on avance dans la contradiction, mais ça peut être une contradiction qui peut être, enfin disons, un conflit qui peut être joyeux en même temps. Et je trouve que bon, le théâtre permet ça, permet de finalement trouver une forme de pensée aiguë et joyeuse en même temps. Alors, bien sûr, le théâtre est joué dans les théâtres, et donc devant des publics qui peuvent réagir aussi d'une façon en effet immédiate, mais ça n'est pas forcément un théâtre directement politique. Bon, moi, au sens même brechtien, j'ai beaucoup lu Brecht et j'aime beaucoup Brecht, mais ça n'est, j'ai aussi, bon, je lis aussi Beckett, comme je disais tout à l'heure, et chacun trouve la forme qui lui convient. Je crois que dans le moment actuel, et encore une fois, M. Trump est un espèce de phénomène qui exagère énormément quelque chose qui est là depuis longtemps, on est dans une société que j'ai d'ailleurs appelée la civilisation du cliché, où vraiment on pense, alors c'est aussi une phrase que j'ai écrite, je me cite, je m'explique, mais après tout ça résume assez bien. On pense comme on achète, c'est-à-dire on pense en binaire, on pense j'aime, j'aime pas, je veux, je veux pas, je choisis pas. Bon, ça c'est évidemment une chose qui est mise en place par la société de consommation dont on a évidemment parlé. Bon, et je crois qu'une des façons de réagir contre ça, c'est d'essayer de développer, après tout d'une façon simple, une pensée justement complexe et qui n'est pas celle qui existe dans le cliché, l'idée reçue, etc. Donc, voilà, enfin, je crois que c'est en tous les cas pour ça que le théâtre me paraît intéressant. In Frankreich stellen im Mai die Wahlen an und zumindest hier wird sehr darauf geschaut und im Vorfeld gefürchtet, dass Marine Le Pen in Frankreich nicht anders werden könnte. Da stünde möglicherweise der nächste Ausstieg an oder zumindest würde er betrieben durch Referenten. Schließen sich in Frankreich jetzt schon Autoren zusammen oder wenn sie untereinander zusammenkommen, diskutieren sie darüber, was Schritte sein könnten, dem entgegenzutreten? Sich zu positionieren.